Weil, hast du schon mal geboxt irgendwo? Nein, bis jetzt also noch nie. Noch nie? Dann ist jetzt genau der Moment, jetzt, dass du, Toni, uns doch mal so ein paar einfache Sachen kannst zeigen. Mach doch fertig! Oh, wow, gut. Okay, du hast schon den Ton angenommen vom Boxen, sehr gut. So, Arm hoch. Also ich mache es schon so. Ja, der Schutz ist das Wichtigste. Also das heisst wirklich, dich selber schützen. Vor dem Gesicht? Vor dem Gesicht, aber du nicht mit auch noch etwas siehst. Jetzt haben wir beide eigentlich eine Schutzhand. Wir gehen mal davon aus, dass eure Schutzhand eigentlich die linke ist. Ja. Und die rechte ist nachher auch die, die ihr hart zuschlagen könnt. Ich tue das Mikrofon ablegen, ich muss ein bisschen lauter reden. So, das heisst, es gibt Schutzhand, um den anderen abwehren, oder? Ja. Wenn ich jetzt so komme. Gut, gut, gut. Ja, ja. Mit der rechten kannst du zuschlagen, du kannst aber mit der linken zuschlagen. Das tun wir jetzt üben. Und ich sage links, rechts, links. Das heisst so, so, so. Ja. Links, links. Rechts, links, rechts. Rechts, rechts, links. Ich gebe das Kommando und ich muss es gerade machen. Okay, wir versuchen es. Links, rechts. Rechts, rechts, links. Links, rechts, links. Rechts, rechts, unten rauf. Rechts, links. Oh, das ist alles falsch. Rechts, links, okay, das schaffen wir. Seitwärts, seitwärts, rauf. Gordin, mehr, aber Zahlen gestützt! Ist so zu und her gegangen, wirklich? Also, okay, es ist so zu und her gegangen, aber die Nadia, das ist die Dame, die ihr wahrscheinlich im Beitrag oft gesehen lachen, die hat einfach immer gelacht, weißt du? Die hat mich so fertig gemacht und gesagt, es können alle besser als du. Und nachher, als ich noch schlechter war als alle anderen, hat sie dann einfach noch laut rausgelacht dazu, also sich über mich lustig gemacht. Und ich habe mir dann schon ein bisschen recht viel gefühlt. Ja, man muss ja auch sagen, das ist nicht, du bist nicht mit irgendjemandem trainieren, sondern das ist Sandra Brücker, das ist Schweizer Meisterin, mal Vize-Europameisterin. Genau, das ist ja Zara J. Genau. Also sind eigentlich alles, wenn ich mich nicht täusche, Schweizer Meisterinnen, in ihrer Kategorie natürlich, weil es gibt ja verschiedene Gewichte, die man kämpfen kann, damit der Gegner ja gleich schwer ist. Und es sind alle Schweizer Meisterinnen und eben, wie gesagt, die eine fünffach, andere siebenfach, also ist crazy.